Guten Tag, grüß euch, Servus, Mädels und Jungs. Vision, Vision hat von der Webros-Reihe, habe ich mal schon so ein Einsteigergerät gesagt, ist schon eine gewisse Zeit her, die wo so ein Kreuz drin haben und ein eigenes Design, mit, ja, wer es mag, haben die jetzt einen 22 mm gebracht, den Kinta. Und der hat 3 Milliliter, 22 mm, ist von oben befüllbar. Es passt ja jeder an das Strip-Tip und hat nur einseitige Airflow und ist kein Cloud Chaser, ist kein Open Draw. Schauen wir uns jetzt kurz an, wie das Teil kommt, wie es Der ausschaut. Kinter-Tank Gibt es in drei Farben: Gold, so mitgenommen, und Schwarz und in Stahl. Es ist ein Fischen. Das Ganze nochmal. Schön mit guter Schrift herin. Dann haben wir wie üblich natürlich eine kleine Bedienungsanleitung in Englisch, aber schön gebildet. Es ist ja keine Hexenkunst nicht. Ich finde es sehr preisgünstig, weil er ein bisschen was über 20 Euro kostet. Ich glaube 22, 23 aus dem deutschen Shop. Gibt es in drei Farben, hat Pyrexglas 3 Milliliter oder ein Ersatztankglas dabei. Und was auch noch dabei ist in dem Preis, eine RBA. Ich habe ihn schon jetzt ausgewaschen und die Keule auskocht, wie ich es ja immer mache, durch das ist ja da noch ein bisschen angelaufen. Den RBA-Keul, den schauen wir uns dann an. Da sind zwei Wicklungen dabei, das möchte ich, bevor ich es vergieße, noch hat. Sieht man es, glaube ich, ne? Da ist die verschweißte Stelle. Das ist ein No Resistance, also ein Null Widerstands- oder Silberdraht. Jetzt, ob das ein Silberner ist, weiß ich nicht, aber da gibt es Null Widerstandsdraht, dass man eben keine Freistrecken kriegt. Schauen wir nur weiter rein. Da ist nämlich zu der RBA die Wickelhilfe dabei. Das ist, glaube ich, 4 mm, weil die RBA hat dann nur zwei Bohrungen gegenüber der Originalkeule, die hat vier, aber die sind kleiner. Ja, und da ist eigentlich nichts Großes jetzt dabei. Das ist eigentlich gemacht als RBA, wie ein Keul wickeln. Ne? Wir haben ja nichts zum Schrauben. Das heißt, wir haben ja da dann nochmal einen zweiten Pin dabei, die zwei Isolierungen, O-Ringe haben nochmal dabei. Theoretisch könnte man sich ein Originalkeil, wenn man mag, auch ein bisschen hochohmiger wickeln. Das schauen wir uns einmal an. Und also eine Watte ist noch dabei. Ja. Wie gesagt, da haben wir da den 15er. Den ziehen wir jetzt einmal raus. Ups, haben wir da gleich mal schon raus. Ja, der ist so versilbert. Und dann sehen wir es eigentlich wie bei einer Serienkeil. Sehen wir einen Plusdraht und da außen sehen wir Minusdraht. Ja, und die Isolierungen habt ihr zweimal dabei. Und vom Originalkoil habt ihr und im Prinzip gehen wir jetzt hergehen und das machen wir jetzt auch und ziehen wir es raus. So. So schaut jetzt das aus. Die Keule ist schon eingebaut und zwei Wicklungen haben dabei. Also, ich meine, das ist ja schon mal nicht schlecht. So, ich mache es jetzt so: ich tue jetzt da die Wade raus und dann machen wir es Den so. Ersatztank kann man wechseln. Am Anfang, vielleicht braucht es da so ein Haltetool. Da kann man das aufschrauben. Ich hab mir schon, wie gesagt, komplett entfettet und gereinigt und. Also das geht durchaus. Da ist dann da wieder ein kleiner O-Ring drin. Das ist das Gewinde. Und der Tank. Und da ist wieder der Gegen-O-Ring. Und da drin ist auch nichts zum Verstellen. Nicht? Da ist die Aufnahme vom Keul. Da ist auch ein O-Ring drin. Aufpassen immer. Ja? Wenn der mal aussagen soll beim Komplettreinigen, da muss der Dichtung muss da auflegen. Ne?
haben wir es da ein bisschen so hergerichtet. Schiebt man das, ich wollte jetzt gerade sagen, schiebt man es da so her. Dabei wuchs gar nicht so. Muss ich ein bisschen aufstehen. So. So, dann schiebt euch die Wickelhilfe um einer. Dann habt ihr die Höhe, was braucht. Jetzt müssen wir uns natürlich da die Draht muss immer wieder ein bisschen richtig hin. So, und einen machen wir wieder als Plus. Und die Nasal da dran, wo der Isolierung, da haben sie eine Nasal dran. Moment einmal. Die muss ich euch noch zeigen, weil das ist wichtig. Seht ihr es? Da ist eine Nasal. Und hier hinten auch. Und die Nasal kommen in die Nut da rein. Ja. Und einen Draht müssen wir natürlich als Plus nehmen, den müssen wir uns einfärben. So, jetzt. So, den muss ich wieder überbieren. Ihr müsst schauen, dass der Pluspol da, praktisch der, dass der trotzdem, wenn er außen ist, also unten nicht am Gehäuse ist, sonst habt ihr einen kurzen. Gegenüber vom Draht anschieben. Und wir haben herin. Und dann ziehen wir uns die Watte durch und schneiden wir so. Ne? Der ist so groß jetzt, das ist fünfmal so groß, sage ich. Ein bisschen übertrieben als wir bei einem E-Boot-Coil. Schaut her, da braucht es wirklich nur. Ja, bei 4 mm dürft ihr schon schön einziehen. Ja, und dann ziehen wir es so weit, dass es hinten passt. Und vorhin kappen wir es ab. Und es muss jetzt da nicht so, lasst ein bisschen was heraus, vielleicht müsst ihr ein bisschen was noch nachdrücken. 22 mm Durchmesser. Geht es ein wenig näher an. Und er hat mich interessiert, er hat 4 Bohrungen beim Liquid und dann hat er so einen kegelförmigen Schimmel drinnen, Kamin, wie auch immer. Und er wird beworben mit Mund zur Lunge oder traditionell Dampfen und auch Open Draw. Unten haben wir einen normalen Floating Pin, dann haben wir Kinter bei Vision, Vapros, Design in, weiß ich nicht, da haben wir die ganzen Aufschriftennummer, es ist aber auch keine Seriennummer nicht drauf. Wir haben eine Airflow mit nur einer Öffnung. Dann haben wir 6 Verstellmöglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das angeht, aber wenn wir jetzt beim kleinsten Bohrung anfangen, ich glaube, das ist so 0,8 oder was, es rastet immer ein, wenn ich weiter drehe. Geht leicht zum Drehen, wenn es aber drin ist, Holz. 3, 4, 5, 6. Und dann geht es wieder von vorne. Ob das jetzt dann in der Praxis so funktioniert, das kommt natürlich wieder auf Coil drauf zusammen. Nicht? So, dann gehen wir oben her. Oben haben wir ein bisschen ein Trip-Tipperl mit Kühlelementen unten. 2 O-Ringe, allerdings halt die weißen. Naja, die weißen Silikonringe, dann haben wir um die Cap mit der Pfeilrichtung zum Öffnen fürs Nachfüllen. Wir haben keine Liquid Control mehr. In der Beschreibung ist es ein bisschen blöd geschrieben, weil da haben sie geschrieben, durch den kegelförmigen Aufsatz hat man 6 Einstellmöglichkeiten. Also ich denke, das ist eine Art Liquid Kontrolle drin, dass man das ein bisschen variieren kann, aber die 6 Einstellmöglichkeiten habe ich jetzt rausgefunden, bezieht sich auf die Airflow. Naja, nichtsdestotrotz, das geht wunderbar, das ist sauber verarbeitet. Da ist ein O-Ring drin, auch ein weißer. Befüllung brauche ich nicht erklären. Aufpassen, da drin der O-Ring. Dann kann man das, wenn man da oben festhält, dann schrauben wir uns die Base runter. Schauen wir uns die einmal an. Die Coil tue ich jetzt einmal raus. Eigentlich auch nichts Außergewöhnliches. Der O-Ring wieder wichtig. Schauen wir uns noch schnell mal den Coil an. Na, jetzt, wenn ich da die,
die RBA hinhält und da haben wir einen Keil mit Vertikalkeil. Große Bohrung, ich weiß nicht, ob es da sowas gibt bei 1,8, weil das ist ja 0,25 Ohm Kanthal. DVC wird mit 20 bis 60 Watt angeben, ne? Die Watte drin hat. Und im Prinzip ist ja das jetzt vom Aufbau, unten kennt man es jetzt nicht auseinander, was ist RBA. Ne? Also das heißt, man sieht halt, da hat man ein bisschen kleinere Bohrungen, dafür haben es 4 Liquid-Bohrungen. Die dürfen so 2,5-3 mm sein. Würde aber auch reichen, wenn man wieder horizontal einbaut. Ja, kann man da auch wahrscheinlich einbauen. Darf man nicht voll aufbauen. Geht also wunderbar. Dann schrauben wir nochmal zu. Und stellen wir auf Zeiten. Beziehungsweise ich schraube man schnell auf die RX auf. Wie gesagt, 20 bis 60 Watt ist angegeben. Jetzt schauen wir mal, was uns der 0,26 Ohm zeigt er uns an. Eindampfen werden wir halt dann auch mit der niedrigsten Sache am Anfang. Ich konnte jetzt schon, weil ich ihn ja schon in Flüssigkeit gehabt habe, dampft er, das waren 8,5 Ampere. So, jetzt haben wir ein bisschen gesehen, was dabei ist, auch mit der RBA, ohne Werkzeug, dass das keine Hexerei nicht ist. Was ich nur nachträglich ergänzen muss, ich schalte dann nochmal um, das ist jetzt schon 5 Tage, 6 Tage her. Ja. Der Originalkeil ist ja ziemlich niedrig ohmig und testen wir dann und dampfen ein bisschen ein. Mittlerweile habe ich festgestellt und ich habe jetzt da den 1,8 Ohm Keil drin von Triton, vom großen Triton. Immer aufpassen, es gibt einen Triton Mini und es gibt den normalen Triton 1 und Triton 2 und die haben die großen Coils. Sind dieselben wie der Melo hat, die iJust oder der Atlantis. Ja. Wobei der Atlantis hat nochmal eine Besonderheit mit dem Quint, passt aber. Und die passen da auch. Also wir haben nur einen Vorteil in der Flexibilität. Wir können uns selber die Coils aussuchen. Der Hersteller verspricht, dass das für traditionelle, von Mund zur Lunge, wie man so schön sagt, bis zum Open Draw ist. No, Open Draw ist er nicht. Selbst in der größten Öffnung, ihr habt 6 Einstellungen, das habt ihr jetzt in der Nahansicht gesehen, ist kein Open Draw nicht. Aber ich kann ja zum Beispiel mit 9 Watt dampfen, bei der kleinsten Öffnung und habe einen sehr, sehr starken Zugwiderstand. Das, was optimal ist, wenn einer vom Rauchen kommt. Das Einzige, was den nur stören würde, ja, wenn er es kleiner möchte, das ganze Gerät. Ja, wenn ich es mit 15 oder 16 mm Durchmesser suche. Das Zweite, was ihn stören kann, das Trip-Tip. Ja. Vom Durchmesser her, wenn jetzt einer von der Zigaretten kommt, ja, kann er aber jetzt von einem Einsteigergerät trotzdem einmal nur das demonstrieren und sagen, das ist von Top E-Wood. Schaut jetzt ein bisschen pervers aus, gebe ich zu. Ja. Aber das war jetzt einmal von der Mundöffnung her für einen Anfänger, für einen Einsteiger. Angebracht. Und wir haben absolut von der Dampfmenge, vom Geschmack, vom Zugwiderstand, absolut fühlt sich das an, wo man vom Raucher wegkommen kann. Ja. Ich habe jetzt da die 1,8 Ohm Keil drin, wie gesagt, vom Triton. Dampft die in der Regel so bei 11 Watt rum. Da auf meiner Hugo. Das war jetzt nur über den kleinsten Zugwiderstand und der ist mir einfach zu stark. Ich brauche schon ein bisschen leichter. Ich gehe auf die zweitgrößte, nicht ganz offen. So, und jetzt, wenn ich sogar die größte Öffnung mache, ja, es gibt das. Wir haben halt nur einseitige Airflow. Kann ich zwar auf Lunge, aber es ist kein Open Draw, es ist immer nur ein guter Zugwiderstand da. Trotzdem macht das Gerät auch Spaß. Wir sehen uns jetzt dann beim Eindampfen und das schauen wir uns jetzt an. Befüllen und eindampfen. Und dann war ich immer ein bisschen mit der Leistung beim Eindampfen und glaube, ich gehe sogar auf 60 Watt. Der greift er nicht mehr ganz. Da kommt er dann ein bisschen ins Kuckeln.
aber bis 50 Watt macht der Coil, was dabei ist, kein Problem. Ja, wohlgemerkt, jetzt habe ich einen anderen Coil drin von einem anderen Hersteller, einfach auch zum zeigen, dass da wesentlich, um zu zeigen, dass man da viele Möglichkeiten hat mit bewährten guten Coils. Gut, schauen wir mal da hin. So, mit der Zeit müssen Sie der hübsch angesagt haben. Ich gehe mal jetzt oben und schauen wir mal, ob wir schnell ein bisschen andampfen miteinander. Das Video kommt ja dann immer später, das wisst ihr eh schon. Das ist jetzt praktisch anschauen, auspacken und ein bisschen befüllen. Grüß euch. Dankeschön fürs Einschalten. Also wir haben jetzt befüllt. Schauen wir uns an, der ist jetzt die ganze Zeit gestanden. Airflow habe ich sogar auf ein bisschen eine größere Bohrung lassen beim Befüllen, habe ich nicht mehr aufgepasst. Sift aber Dixi. Wenn man einen Tank befüllt, wenn er da noch ein bisschen was drin hat, ja, aber hat mich jetzt mal einer geschimpft, das darf man nicht. Man muss einen Tank immer ganz laut dampfen. Du kannst nichts mehr sagen zu sehen, Leute. Ja. Jetzt kommt am Anfang für mich noch nichts, das ist nämlich nur Wasser, weil, wie gesagt, ich habe mit heißem Wasser gehabt. Jetzt kommt er. Was soll ich euch sagen? Der Geschmack ist gut. Das, dass jetzt so lange nicht gekommen ist mit dem Dampf, das ist klar, das habe ich euch erklärt durch meine Auskocherei. Aber der läuft dann auch sauber. Und natürlich dampft er. Ja, braucht man es nicht lange umeinander. Und ich mag jetzt auch nicht umeinander mit 25, 40 Grad, sondern das sage ich euch dann, wenn ich ein paar Tage habe. Und vor allem, wie er sie macht beim Nachfüllen, ob der nicht doch einmal blubbert, ob er sift. Ne? Also bei der kleinsten Öffnung kann ich jetzt einmal so viel sagen, das sind jetzt 26 Watt. Ja? Der Widerstand ist 0,26 Ohm, also ziemlich genau der, was angegeben ist. Wunderbar. Und später in die Lunge abziehen, wenn man es so nimmt. Es ist ein dunkler Farbton, ein dunkles Gold. Mir gefällt das. Ja, passt zu mir, schaut alt aus. Die Airflow die gefällt mir sehr gut. Weil ich kann die, wenn es eingeschnappt ist, hat es ein Holz. Ich kann es aber mit einem Finger aus der Rastung rausbringen, bis es einklickt. Ich brauche nicht zwei. Ich hasse sowieso Airflows dann, wo es mit zwei Fingern kannst du es trotzdem nicht da dran. Ihr wisst, was ich meine. Die da kann ich, die kann ich mit einem Finger dran. Schaut her, kriege ich sogar mit einem kleinen Finger raus. Zack. Zack. Brauche ich nur ein bisschen Andrucker, zack. Und wenn es eingeschnappt ist, ist es aber stabil. Ja, sicher. Jetzt habe ich das kleinste Loch. Freilich kommt man mit zwei hin. Aber wenn es wirklich ist, kann man es sogar mit einem Finger betätigen. Das ist eine vom Bediener her toll. Einfach toll. So was gefällt mir. Auch die Befüllkappen geht leicht oben. Aufbau ist easy, ist einfach. Und die Form ist halt einmal was anderes. Nicht? Kegelig nach oben. Ja, okay. Und schaut mal, was der bei 40 Watt mit 50-50er Mischung macht. Jetzt machen wir es trotzdem noch schnell kurz. Geht es auf 60 Watt, weil das ist ja immerhin angegeben und ich weiß, dass manche wissen möchten, kann der das dann auch? Weil wenn nicht, dann, ja, dann kann er es halt nicht. Also 60 Watt. Kann er nicht. Da kommt ein ganz starker Geschmacksabfall. Nein, kann er nicht. Kann er nicht, da habt ihr ein Problem. Fällt das Ding aber und wenn ich jetzt, gleich nur mit Dampf tät und zum Glück habe ich es schon gespürt oder geschmeckt, dann wäre ich jetzt ins Kugeln gekommen. So. Jetzt machen wir noch einen Test mit euch. 50 Watt, ja.
Das kann er. Drei Züge hintereinander. Kein Geschmacksverlust. Aber noch ein sehr, sehr guter Geschmack. Richtig gut. Kommt gut rum. So, und jetzt sehen wir das schon. Man kann mit dem Gerät durchaus anfangen, wenn man ein paar Parameter beachtet, dass man vielleicht von der Stärke vom Triptipp, wenn man hochohmige Recoils reintut, zum Beispiel die vom Triton mit 1,8 Ohm ohne Kleppen, das Teil durchaus aus meiner Sicht eine super Sache, vor allem in der jetzigen Zeit. Es ist der erste, wo sie sagt, der geht wieder ein bisschen in die Richtung. Erinnert mich ein bisschen so an den Nauti Plus, dass er flexibler ist. Ja, nach oben wie flexibler, weil ich habe es ja gesehen, man kann den auch mit 50 Watt sauber betreiben. Also wenn man mal später weiter will und ein bisschen mehr nach oben will, hat man mit dem durchaus Reserven. Mit der RBA kann man vielleicht da 60, 70 Watt rausholen, weil die größere Bohrungen hat und ein bisschen, vielleicht ein bisschen Nachfluss, wie man sich heute die Keul macht. Aber wer das noch gar nicht will, muss noch gar nicht sein. Ja, beim Befüllen kann ich euch nur eins sagen, der pluppert nicht einmal, der sifft nicht einmal. Ich kann jederzeit, auch wenn der Tank jetzt ist, wie gesagt, jetzt ist er noch hübsch voll, kann er jederzeit oben aufschrauben, läuft easy. Ja. Kannst jetzt auffüllen, du kannst dir Zeit lassen, du kannst die Airflow offen lassen. Das war mit dem Originalkohl, das ist jetzt auch mit dem Tritt und ich habe jetzt nur ein paar Tritt verlaufen, da mehr geht halt nicht mehr, weil er eh noch ziemlich voll ist. Du kannst locker deine Flasche wegtun. Ja. Kannst dann noch schnell deinen Kaffee trinken und auflassen. Also es ist jetzt nicht wie bei manchen anderen, dass man schwimmen schnell ist, dann kann man es vermeiden, dass er unten raussifft. Da sifft nichts, da pluppert nichts. Du schlafst den zu mit zwei Fingern, mit Gefühl, bis er schief ist, nicht überdrehen. Ja. Und dann dampfst du. Eine besinnliche, ruhige Zeit wünsche ich euch. Brav bleiben, dass wir nichts sehen. Pfiat euch.